Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Shotgun King The Final Checkmate, Digga. Wir spielen hier, wie ihr links oben erkennen könnt, die Demo. Und dieses Spiel ist weird. Es ist weird, aber sehr gut bewertet. Hat auf Steam 3000 Bewertungen, steht bei sehr gut und ist jetzt ein halbes Jahr alt. Also, ja, dreiviertel. Kam im Mai 2022 raus. Und in diesem Spiel spielen wir Schach. Allerdings, wie ihr unweigerlich erkennen könnt, mit einer Shotgun. Ist ein Roguelite, das heißt, die Kämpfe zumindest sind rundenbasiert. Und das Spiel ist auch auf Deutsch, aber ich glaube die Demo noch nicht, you know? Also, wie gesagt, ich spiele die Demo, dementsprechend hier Englisch. Wir sind der Black King und müssen gegen die weisen Leute zurechtkommen mit einer Shotgun. I guess ist ein bisschen Lore, das lese ich jetzt nicht durch. Ist wahrscheinlich so, hahaha, funny. Der König hat eine Shotgun. So. Schön ein Bit Sounds hier. Ne? So. Ihr seht, wir haben eine Shotgun. Ja. Und je nachdem, wie weit wir aimen. Aha. Okay. Was heißt das denn jetzt? Also, erstmal, es gibt verschiedene Floors. Wir sind in Floor 1. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Level für Level schaffen. Dann haben wir hier ganz viele Slots für Karten, Verbesserungen. Dann haben wir Souls. Soul Slot. Defeat a noble opponent to steal their soul. Das heißt, für jeden Floor, wo wir wahrscheinlich einen König oder eine Dame killen. Bishop. Heißt ja gar nicht Dame, ist ja Bishop. Aha. Okay, die beiden wackeln. Wahrscheinlich heißt es diesen dran. Ah, guck mal, hier ist eine Sanduhr und da ist nur ein Balken. Und bei den beiden ist nur ein Balken, ne? Und bei allen anderen nicht. Das heißt, die wackeln, wenn die als nächstes dran sind. Und da steht auch, wie die laufen können. Ah, okay, der Bishop ist ein Läufer. I see. Ja, dann moven wir einfach mal hier hin, oder? Okay. Wir haben halt auch nur begrenzt Schuss, kann das sein? Wollen wir einfach mal schießen? Hä? Jetzt gingen da oben zwei Schilder weg. Fully shields. Protects you from your suicidal instincts. Refills on each turn. Hä? Aber er hat geblinkt und die Schilder gingen weg. Schießt er ab? Geh doch. Okay, verstehe. Ja, Schachmatt. Okay. Deswegen gingen die Schilder weg. Ich war Schachmatt. Ich war Schach. Okay, dann jetzt nochmal. Krass, das heißt, man muss natürlich auch immer dodgen und dann schießen. Ich schieße ihn ab. Okay. Alles cool. Ich kann nicht schießen jetzt. Ah, ich muss nachladen, oder was? Click to load one shell in your shotgun. Okay, und dann sind die nochmal dran. Crazy. Okay, wir gehen mal hier hin. So, jetzt kann ich den noch wegholzen, oder? Krass. Use it to move like a knight. Oh lol, wir haben jetzt die Seele vom Knight. Und können dank der wieder laufen. Okay, aber wir machen jetzt erstmal einen Läufer weg. Oh. Okay, soll der safe sein? So, die kann mich machen, ne? Und weg. Und nachladen. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher, oder? Oder wir gehen einfach hier hin. Ah, nee, dann kann der mich machen. Okay, wir gehen da hin. Okay, jetzt baller ich hier einfach mal rein. Okay, der Turm macht mich Schach, Digga. Geh mal dahin. Und haben nachgeladen. Schau. Aber ich habe ja wirklich begrenzt Schuss. Das ist ja Wahnsinn. Zack. Die will mich.
Okay, und das heißt, wenn die wackeln, dann sind die dran und dann moven sie auch immer. Das heißt, sie bleiben nicht stehen. Ja, das dachte ich mir. Dann bist du jetzt dran. Oh lol, der hält ja richtig aus. Kann ich auf die drauf moven? Dass ich die auch quasi mit meinem Movement wegmachen kann? Oh, und wenn der wahrscheinlich da ankommt, haben wir ein Problem, oder? Oder? Oh, ich krieg Muni. Okay. Und guck mal. Ach, das ist ein König! Ich dachte die ganze Zeit, wäre Dame. Dann brauche ich ja gar keine Angst haben. Sieht man ja hier am... Hier ist dargestellt, wie viel Movement. Aber der hat ja über viel Leben. Okay, wir müssen erstmal einen kleinen Himpel wegmachen. Und weg. So, und jetzt? Kann ich den nicht schlagen? Nee, es geht nicht. Okay. Es geht halt nicht. Okay. Okay, ich kann es auch rückgängig machen. Ja, dann kriegt der jetzt erstmal auf die Fresse. So. Jetzt muss ich... Oh, shit. Wait a minute. Darf mich nicht einengen lassen. So, ciao. Klasse. Aha, jetzt haben wir Floor geschafft. Und jetzt dürfen wir zwei von zwei möglichen Verbesserungen, aber auch... Fügt drei Bauern hinzu. Entfernt zwei Bauern, aber fügt einen Turm hinzu. Okay, für die Gegner. Das heißt, wir können ein bisschen deren Stellung ändern. Das ist interessant. August presents non-king pieces can't come near your king. Non-king pieces? Ach, wahrscheinlich können gegnerische Figuren nicht auf einen Platz herankommen. Also dann können mich nur so Sachen killen wie Läufer und Turm und so. Das vielleicht? Elite Gen. Plus 1 Ammo. Regeneration und plus 1 Fire Range. Das ist so krass. Dann machen wir mal das. Ja, jetzt ging ja auch ein Range hoch. Okay. So, jetzt sind da zwei Türme. Okay, I see. Jetzt sind da zwei Türme, ja. Okay, der ist aber erst in drei Zügen dran. Und hier ist wieder ein Läufer. Gut. Dann move wir mal. So. Wie viel Damage mache ich den jetzt? Oh. Oh. Ciao. Warte mal. Nee, der killt mich nicht. Hä? Was killt mich? Wenn ich den erschieße? Ach, weil der überlebt. Oh. Der killt mich jetzt. Ja, aber der hat doch nur zwei Leben. Dann killt der mich. Wenn ich dahin gehe, killt der mich. Wenn ich hierhin gehe, killt der mich. Oh, ich kann ja hierhin, weil der noch gar nicht dran ist. Ich denke gar nicht nach, von wegen, wann die dran... Okay. Okay, verstehe ich es richtig? Das heißt... Also, nur um meine Gedanken zu schildern. Grundsätzlich wäre es jetzt Schach. Also Schach. Das reale Schach. Dann könnte ich ja hier nicht hin, weil der mich dann schlagen würde. Ich könnte hier nicht bleiben, weil der Knight mich schlagen würde. Ich kann hier nicht hin, weil dann der Läufer mich schlagen würde. Ich kann hier nicht hin, weil dann der Turm mich schlagen würde. So. Jetzt ist es ja aber so, dass die ja erst nach einer gewissen Weise dran sind. Ne? Weil das steht ja in drei Zügen dran. Aber ich glaube, das ist nur die Proaktivität. Reaktiv sind sie immer. Das heißt, ich muss hier raus. Hallo? Klasse. So, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Scheiße. Scheiße. Puh. Digga! Oh. Da. Beide. So.
Okay. Alright. So, dann ist der schon mal weg. Lad noch. Okay. Also er ist kein One-Hit. Okay, verstehe. Das ist das Problem. Okay, und wenn ich move, lädt er auch nach, ne? Okay. Okay, cool. Ist ja easy. Okay, da habe ich es jetzt aber verstanden. Also, zumindest die Basics, I guess. Royal Loafers. Also, wie gesagt, ne? Ist deutsch verfügbar. Kostet 9,99 übrigens. Backups. Fügt 3 Bauern hinzu. Strafe Mode. Right. Click a target and fire on your next move. Das heißt, ich kann mich bewegen und schießen, oder was? Und hier fügt ein Turm hinzu. Aber man kriegt 2 Munition jedes Mal, wenn wir einen Turm killen. Lol. Engraved Scope. Right Click. Arc. Minus 45 Grad. And Range plus 1. Resets on each move or reload. Krass, wir können rechts klicken. Und dann wird unser Streuradius um 45% reduziert. Und wir kriegen ein Range mehr. Wir können snipen. Das ist ja geil. Und wir ändern hier nichts. Ah doch, fügen Turm hinzu. Aber das machen wir. Okay, das ist ja interessant. Dann snipen wir jetzt mal einfach einen Turm weg. Also Rechtsklick. Machen wir den, oder? Shit. Sieh. Okay, Rechtsklick. Dann one-hitten wir den jetzt. Wobei, die Türme nerven mich eigentlich fast mehr, aber... Oh. Scheiße. Ach ja, das ist ja der König, kein Läufer. Er sieht aus wie ein Läufer. Ach du Scheiße. Bin Schachmatt, oder? Die beiden covern die beiden Plätze. Ja, das war's. Scheiße. Ja, das, okay, 3 Türme ist schon direkt krass, ne? Bin ich jetzt... Okay, wieder Floor 1. Okay, 3 Türme ist sick. Holy shit, okay. Abfahrt. Ich schieß einfach mal rein. So. Ja, das müssen wir mehr machen. Guck mal. Ah. Ciao. So, der Turm ist ein Problem, weil der einfach so viel aushält. Ah, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ciao. So, jetzt müssen wir erstmal Munition regenerieren. Komm mal ran, die da. So. Dann. Move. Oh. Ich muss moven. Kann man irgendwie eine Taste für Reload? Kann man eine Taste für Reload? Nee. Bestimmt. So, next. Easy. Okay, das hatte ich letztes Mal. Mehr Fire Range und mehr Ammo Regeneration. Militia. Fügen Bauern hinzu. Und Bauern können sich bewegen. 2 Pünktchen. Ah, die können in... Ach,
Slash. Die können sich bewegen bzw. angreifen in jede Richtung. Das ist übel. Extra Barrel. Charge one additional shell in your shotgun. Okay. Das heißt, wir shooten noch mehr Schrot raus. Scouting. Remove one knight at 3 pawn. Die bekommen plus 1 Speed. Ja, aber ist ja egal, weil ich die ja übel wegschrot. Ich mach das mal. Also, der Knight ist weg. Aber jetzt sind richtig viele Bauern da. Und jetzt kann ich... Was ist, wenn... Also, wenn... Guck mal. Das wird ja immer röter. Was bedeutet denn, wenn der schwarz ist? Dass ich dann auch gar nicht treffen kann? I see. Ja, komm mal her, Jungs. Ist wie. Nee, Bischof. Stirbt er nicht mit einem? Ist ja frech. Scheiße. Oh, Junge, Junge, Junge. So, jetzt brauchen wir aber Shell. Also meine Shells. Die brauchen. Ich brauche jetzt ein bisschen Regeneration. Das ist so das Ding, ne? Ja, der killt mich. Man hat immer zweimal... Ich bin schon sehr unachtsam, ne? Aber hilft ja nichts. So, komm bei mich bei. Ich mache weniger Damage. Das war nicht Teil des Deals, oder? Ja gut, ich hab mehr Streuung, 7%. Plus 2 Firepower. Das ist Damage, oder? Ja, okay, dann mache ich 6 Damage. Revolution. Remove one Bishop at 3 Pawns. Alter. Pawns. Junge, 6 Bauern. Ammo Maximum und 1 erhöht. Ein extra Soul Slot. Bleibt übrigens über die Runde hinweg anscheinend. Ne? Okay, ja, wir machen ultra viele Bauern. Ja, machen die jetzt noch eine Reihe auf? Oh mein Gott. Ja gut, dann mal reinholzen. Okay. Aber läuft ja. Ne? Aber ich habe jetzt keine Muni mehr. Vielleicht war ich zu greedy. Okay, der muss weg. So. Jetzt dürfen die natürlich sich nicht promoten, ne? Der wird jetzt promoted. Den halte ich auf. Oh. Scheiße. Ayuti. Ein Schaden, das ist ja geil. Okay, ich muss jetzt ein bisschen Acht geben. Die machen richtig Druck. Ciao. Du dumme Sau! Oh, jawohl. So. Oh. Da war ich jetzt fast, Schachmatt, ne? Ja, ich glaube, wenn man krass in Schach ist... Dann hat man es auch einfacher. Ja, war schon ein weirdes Spiel, ne? Also Genius, aber okay. Non-King Pieces can't come near your king. Ich würde das mal ausprobieren. Das hatten wir letztes Mal schon. Das heißt, die ganzen Bauern, ich habe 30 Trillionen Bauern als Gegner, die können da nicht rankommen. Oh, fügt eine Queen hinzu. Ach du Scheiße. Aber wenn ich nahe... Okay, Scheiße. Okay, ja, dann kommt jetzt die Königin. Ist in Ordnung. Ist natürlich... Also ist natürlich übel in Kombination mit den ganzen Bauern. Okay, ich gehe mal schön nah ran, weil dann kann ich die jetzt alle wegholzen. Aber das Schöne ist, die
Dudes versperren ja auch von den guten Truppen die Wege. Was ist, wenn ich den König jetzt einfach kille? Müsste dann ja over sein, oder? Guck mal, der hat ja jetzt nur noch 5 Leben, okay. Ja, ich glaube, ich clear weiter einfach. Die kann ja nicht auf einen Slot ran. Ich brauche echt Munitionsregeneration. Ja, das dachte ich mir. Also jetzt habe ich ein Problem, weil ich muss erstmal die ganzen Bauern killen, oder? Dann schlägt mich die Dame. So. Die kann ich einplatzieren. Jetzt bin ich schachmatt. Scheiße. 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 Wie habe ich das gemacht? Das war ja krass. Ich habe die Dame vernichtet. Ja. Du wirst erschossen. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Also, ich darf nicht so sehr an den Rand. Ja. Jetzt move der einen nach rechts. Da kann ich nicht hin. Okay. Ist dahin? Tot. Okay, jetzt muss ich runter den Turm killen. Ja. Moin. Oh, der hatte nur ein Leben. Ich muss häufiger über die drüber hovern, um zu checken, wie viel Leben die noch haben. So. Ciao. Geil! Haben wir easy geschafft. Oh mein Gott, der König hat 3 Leben weniger. Aber man hat eine Fire Range weniger. Junge, wenn wir dann jetzt Sniper hätten, können wir den richtig rausholen. Okay. Das ist jetzt wieder. Junge, dann laden wir 3 auf einmal. Dann können wir 3 Züge hintereinander richtig ballern. Aber wir haben weniger Ammo, Max. Oh Gott. Auch weniger Ammo, Max. Okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter hier drauf. Auf AOE Clear. Wobei, ich dachte halt übrigens, dass wir eine Patrone mehr gleichzeitig schießen. Aber wir laden eine Patrone mehr rein. Das heißt, wir können länger stehen bleiben und schießen. Gefühlt brauche ich das nicht nochmal, weil ich gehe jetzt schon out of ammo. Was ist geiler? Ein Bishop oder ein Knight? Ja, ich würde hier drauf gehen. Weniger Fire Range ist echt bad. Aber der, ich kann versuchen. Also der König 3 Leben weniger. Aber ich gefühlt ist gerade nicht mein Playstyle, schnell den König zu killen. Mein Playstyle ist eher, alles zu clearen. Ne? I guess. So, jetzt laden wir 3 Schüsse rein. Aber guck mal, wir haben nur 4 maximal. Das ist richtig bad. Okay, nee, die laden dazu. So, der springt drüber. Das heißt, den nehmen wir schnell raus. Oh. Okay. Ich sage, wir räumen auf. Okay, da ist jetzt die Queen von America, Digga. Die hat aber schon kassiert. Die hat jetzt nur noch 4 Leben. Komm ran. Oh, das geht ja gar nicht. Oh, shit. Dann kill ich die jetzt. Oh mein Gott, ich treffe nicht. Okay, ich hab sie. So, die beiden engen mich jetzt ein, wenn ich nicht aufpasse. Das heißt, ich gehe hier hin.
wir jetzt alle tun. Oh mein Gott. Ich hab gar keine Schuss. Okay. Wir gehen hier hin. Lad nach, Digi. Jetzt müssen wir meinen König rushen, sonst bumsen die mich weg. Bin Schachmatt, oder? Ich komme nicht weg. Nein. Scheiße. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen... Ah, nee! Ich bin ja so ein G. Nur ein? Drei. Gut. Oh, lad nach. Warte mal. Nachdenken. Die deckt hier ab. Und er hier. Er macht Druck. Ja, jetzt ist du oder die. Hier hin? Hier hin. Das Ding ist, wenn ich hier hingehe... Ne, der rückt nicht auf. Der rückt erst in drei Zügen auf. Und der ist in zwei dran und sie auch in zwei. Das heißt, ich kann jetzt schön reinholzen. Jetzt stirbst du. Hey, ich kann doch ballern. Ist doch gut. Wenn ich schieße, ist er tot. Dann bin... Also, hands down, der hat ein Leben. Ich kann doch jetzt einfach schießen, dann stirbt er und ich habe gewonnen, oder nicht? Ja. Hä? Aber hätte ich doch so machen können. Na gut, ist ja egal, wir haben es geschafft. Drei Ammo Max. Also drei Max Ammo, da müssen wir jetzt rein, Leute. Das Game ist ja übel geil. So ein simples Prinzip, ne? Ich meine, der Knight, also der Springer, ja doch. Der konnte halt über die Bauern drüber und das geht jetzt nicht mehr. Das ist ganz nice. So, jetzt sterbt ihr. Ah.